Grüß euch, Grille hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schlacht um Mittelerde 2, Aufstiegs des Hexenkönigs, der Ida in Mod 4.4.1. Letzte Folge haben wir uns ja mit dem Volk Arno beschäftigt, deswegen nehmen wir heute ein böses Volk, nämlich Isengard, und auf der Karte verlassene Lande, aber das ist nebensächlich. Region zwischen Amonsul und Bruchtal, östlich der Wetterberge. Sehr schön, sehr schön. Dann fangen wir mal gleich an mit den Schicksalskräften. Welche Schicksalskräfte hat denn Isengard zur Verfügung? Zuerst mal verfluchtes Land. Verdirbt einen Landstrich, alle verbündeten Einheiten erhalten 30% Rüstung. Palantir-Vision, spioniert den Feind aus. Also das Zielgebiet wird aufgedeckt vom Nebel des Krieges. Dann Kriegsgesang, der Kriegsgesang wird angestimmt und plus 25% Angriff und Furchtresistenz für deine Truppen. Industrie, Rohstoffproduktion des gewählten Gebäudes wird für einige Zeit auf 300% erhöht. Dann Verwüstung, Bäume werden sofort in Rohstoffe verwandelt. Da kannst du die Bäume auf der Karte abholzen. Krishnaks Jungs, Krishnak und drei Horden Orks werden kurzzeitig von Mordor nach Isengard entsendet. Saruman, der Vielfarbige, wendet als Marionette Saurons seinen gesamten Zorn gegen die freien Völker Mittelerdes. Dauerhaft 50% Magieschaden, 50% Rüstung gegen Magie und minus 25% Laufladezeit aller Zauber. Wargbogenschützen aus Isengard. Rufe 4 Bataillone Wargbogenschützen für einige Zeit auf das Schlachtfeld. Eisregen. Lässt es vorübergehend regnen. Alle feindlichen Führerschaften und Fähigkeitsboni verlieren ihre Wirkung. Schürt die Feuer. 100% Rohstoffe von Bäumen. Isengard kann nämlich Bäume fällen, aber das sehen wir gleich. Dann Feuer Isengards. Platziert am auserwählten Ort eine Minenladung, die nach 6 Sekunden detoniert. Fügt Gebäuden in einem hohen Radius Schaden zu und senkt ihre Verteidigung für 60 Sekunden um bis zu 50%. Je näher sie an der Explosion stehen. Isengard wird entfesselt. Entfessle die gesamte Streitmacht Isengards. So. Dann. Festung baut sich auf. Eben wie gesagt, Isengard hat keine Mauer zur Verteidigung, so wie die guten Völker der Menschen oder Arnor. Was bauen wir hier zuerst? Einen Schmelzofen. Macht eure Waffen bereit! Dann geht ihr zum ersten Rohstofffeld. Hier gleich hierher. Nein, das ist ein Vorposten, den brauchen wir noch nicht. Schneller. Gehen wir hier rauf. Isengard hat die Möglichkeiten, auf Siedlungspunkten ein Sägewerk, eine Clanhütte oder eine Minenschacht zu bauen. Fangen wir mal mit dem Sägewerk an, weil so werden die Gebäude billiger. Gleich noch ein Sägewerk. Ist auch ein Vorposten. Die geht hierher. Isengard ist am Anfang, würde ich sagen, ein extrem aggressives Volk zum Ausbauen. Aber Isengard wird es wirklich stark im Mid- oder Endgame, würde ich sagen, wenn sie ihre ganzen Upgrades haben. So, jetzt haben wir schon 4 Sägewerke, das heißt, wir können die Gebäude billiger machen. Hier wieder sehen, mein Deutsch ist wieder super heute. Wie wir sehen können, können wir das Rohstoffgebäude wieder, den Schmelzofen, Produktionserhöhung, Verteidigungsmaßnahmen oder Vorratslager. Wir entscheiden uns für die Produktionserhöhung. So, hier ist noch ein. Noch ein Festungsbauplatz, den können wir auch nachher zeigen. Sehr schön. Wir wären dann fertig. Und dann lauft ihr mal hier rauf, Jungs. Dass ich dann die Clanhütte rekrutieren kann. Bewegung. So, was ist das nächste Gebäude? Ein Minenschacht. Liefert Rohstoffe, ist auch ein Rohstoffgebäude und senkt die Kosten für schwere Urukai. Sehr schön. Und schauen wir uns gleich an, wie so ein Turm ausschaut in der Basis. Hier kannst du eben auch Arbeiter rekrutieren. Orkarbeiter, das bedeutet, sie sammeln schneller Holz ein für
Die Holzproduktion. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Macht euch kampfbereit. So, der Minenschacht ist auch schon fertig. Und der Turm auch. So, was ist das nächste Gebäude? Eine Uruk-Grube. Ja, sind auch Orks, aber eine Mischung halt zwischen Elben, Menschen und Orks sind Urukai, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, auch Produktionserhöhung. Ja, auch Produktionserhöhung. So, lesen wir jetzt mal die Ringmechanik durch. Nur Ringhelden können den einen Ring aufnehmen. Per Zufall wird Saruman zu Saruman der Gesegnete oder zu Saruman der Verfluchte. Saruman der Gesegnete in dieser Gestalt stützt er sich auf Himmel- und Blitzmagie und unterstützt Infanterie. Saruman der Verfluchte in dieser Gestalt wirkt Saruman durch mächtige Feuermagie und unterstützt Gebäude. Stirbt der Ringheld, so verliert er den Ring an seiner Todesstelle. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge nicht erwähnt, irgendwo auf der ganzen Spielkarte läuft Gollum mit dem Ring herum und wenn du den Ring findest, hast du natürlich Glück. So, jetzt bauen wir die Warggrube. Was bauen wir? Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier schon eine Clanhütte bauen. Weil, meiner Meinung nach, Isengard am Anfang, dadurch, dass du die Clanhütte bauen kannst, wo du Dunländer, also die bösen Menschen aus Dunland rekrutieren kannst, hast du mit Isengard am Anfang die Möglichkeit, extrem aggressiv zu expandieren und viele Rohstoffe zu sammeln, damit du dann nachher deine starken Urukai, deine aufgewerteten Urukai hast. So, Spielsystem Isengard, die Urukgrube, der Warggrube und die Belagerungswerke können global über das Kriegsmaschinerie-Upgrade in den jeweiligen Gebäuden hochgestuft werden. Saruman kann die Zitadelle betreten und von dort aus seine Fähigkeiten mit anderer Wirkungsweise nutzen. Seine Fähigkeiten sind sowohl am Boden als auch auf der Zitadelle miteinander gekoppelt, wodurch Fähigkeiten erst aufgeladen sein müssen, damit diese genutzt werden können. Die Speer Isengards bilden die frühen Einheiten des Volkes und werden im Laufe des Spiels durch ihre Upgrades stärker. So, zu den Helden kommen wir später, aber hier ist gemeint das Upgrade Kriegsmaschinerie auf Stufe 2. Das bedeutet, alle Gebäude von Isengard, die Urukgrube oder die Warggrube, kommen auf Stufe 2. Nicht so wie bei Anor, da kannst du dein Gebäude einzeln aufwerten. Aber eben wie gesagt, in dieser Mod ist da alles sehr unterschiedlich. Und sehr schön detailreich. So, nochmal Produktionserhöhung. So, jetzt zeige ich euch die Dunländer, welche Einheiten es hier gibt. Aber schaut euch das nur an. Die Speer Isengards. Das Lustige ist, sie haben Bögen, aber können sie erst auf Level 2 verwenden. Dann können sie zwischen Bögen und Schwert hin und her wechseln. So, hier kommen die bösen Menschen aus Dunland. Dunländer sind extrem schwache Einheiten, können aber, wenn sie gegnerische Gebäude angreifen, Rohstoffe entwenden und machen extrem guten Schaden gegen Gebäude. So, die Axtschleuderer. So, ihr geht gleich darauf und sichert euch dieses Rohstofffeld. Sehr schön, sehr schön. Produktionserhöhung. Produktionserhöhung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier mal das verfluchte Land der Zauber. Wenn die Leute hier auf diesem verfluchten Land kämpfen, bekommen sie eben mehr Rüstung und ja, sind stärker. Deine Soldaten. So, die Dunländer sind schon hier. Hier machen wir noch einen Minenschacht. Das ist hier oben, ein Vorposten noch. Gehen wir hier rauf. So, die nächsten Einheiten sind, glaube ich, fertig. Die Axtschleuderer. Auch aus Dunland sehen eigentlich ziemlich ähnlich aus wie die anderen Dunländer, schießen aber mit Äxten. So, die Helden kommen wir später. Sehr schön, dann bauen wir hier Belagerungswerke. Einen Warg-Vorposten. Und was fehlt uns noch? Ich glaube, die Rüstkammer. Und dann haben wir alle Gebäude von Isengard. Fast alle Gebäude. Auf Vorposten können wir auch noch es fällt mir der Name nicht ein, das werden wir uns nachher noch genauer ansehen. Aber jetzt mal warten wir noch auf die Rüstkammer, dann haben wir alle Gebäude von Isengard.
Lass. Lasst uns Belagerungsmaschinen bauen. Lasst uns Belagerungsmaschinen bauen. So, die Rüstkammer. Wie wir sehen können, dieses Gebäude ist nur zur Verteidigung hier. Hier können wir Werkreiter ausbilden, aber schauen wir uns noch alles an. So, hier bauen wir den nächsten Minenschacht, damit wir schnell an Rohstoffe reinkommen. Wunderbarchen, wunderbarchen. Wir müssen kämpfen. Mach die Voice Lines von den ganzen Soldaten, die sind Wahnsinn. Mir gefällt das Spiel irrsinnig gut. Aber noch genug geschwärmt. So. Los, liebe Doomländer. Kommt schon. Sehr schön. In der Rüstkammer können wir uns die Upgrades kaufen für die Urukai. Und das ist ein ganz billiger Spaß. Und nach ein bisschen, ich habe alles ausgebaut hier in der Festung. Es ist jetzt schon alles auf Stufe 3. Und habe jetzt jede einzelne Einheit und jede einzelnen Helden von Isengard rekrutiert. So, hier ist eine voll aufgewertete Einheit von Urukai Bogenschützen zum Auszubilden hier. Dann eben wie schon vorher gezeigt die Dunländer mit den Fackeln. Hier sind die Axtschleuderer aus Dunland. Die Speer, welche du am Anfang hast, sind auch diese hier. Dann die Waagreiter, voll ausgerüstet. Die baut man hier. Dann haben wir die Speerträger aus Urukai, was man aus der Schlacht von Helms Klamm kennt. Dann noch die Schildträger. Die Schildträger haben die Besonderheit, dass man sie kombinieren kann mit den anderen Urukai. Kombiniere ich sie mal mit den Speeren. Dann bekommen sie keinen Schaden mehr von Pfeilen, also fast keinen Schaden mehr. So, dann haben wir von den Belagerungswerken die Leiterträger, auch aus dem Film. Macht Platz für die Leiter. Dann den Rambock. Dann die Balliste. Und jetzt kommen wir zu den... ich habe etwas vergessen. Hier haben wir noch die normalen Urukai mit den Schwertern. Hier haben wir einen Sprengberserker, das ist ganz lustig. Er läuft zu einem feindlichen Gebäude und sprengt sich selbst in die Luft. Hier sind noch ein paar Speer, die räumen wir auch weg. Den Tribok haben wir auch weg. So, dann auch noch ganz interessant, die Mine. Die kann man in Belagerungswerke bauen. Das ist ganz lustig zum Ansehen. Hier platzieren wir sie. Mine liegen. Jetzt brauche ich meinen Berserker. Oder ich mache mir noch schnell einen. Währenddessen, so, Saruman. Er kann einen Magiestoß, so wie Gandalf, Stufe 1, da schleudert es die Gegner weg. Macht der Sprache die Stimme zu Saruman, spenden verbündeten Truppen. Also er kann einen Zielgebiet und eine Truppenerfahrung geben, was aber nicht mehr relevant ist bei den Urukai, weil sobald sie einen Urukhauptmann bekommen, sind sie maximale Stufe, Stufe 5. Deswegen finde ich, die Urukai sind eine der stärksten Einheiten. So, hier ist jetzt unser Berserker. Und jetzt zünden wir die Fackel wie vom Film. Sehr schön. Und jetzt läuft er zu der Mine und dann könnt ihr euch dann schon denken, was passiert. Aber zurück zu sagen, Fireballs schleudert einen Fireball auf seine Feinde. Stellen wir es auch mal, der weiße Zauber blendet seine Feinde mit seinen Worten. Einheiten im Zielgebiet sind vorübergehend unter seiner Kontrolle. Das heißt, du kannst gegnerische Einheiten kontrollieren kurzzeitig. Und Zorn des weißen Zauberers, da kommen Blitze vom Himmel und machen die Feinde kaputt. So, lieber Saruman. So, dann haben wir den Wulfgar. Ist der Führer der Menschen aus Dunland. Rache an Rohan Wulfgar zündet seine Keule an und verursacht für 30 Sekunden doppelten Schaden gegen Gebäude. Wilde Plünderer Wulfgar treibt seine Dunländer an zu Brandschatzen. Für 30 Sekunden erbeuten Wulfgar und verbündete Dunländer in seiner Nähe hohe Rohstoffe von besiegten Feinden. Speerer aus Dunland. Wulfgar ruft dauerhaft Speerträger Dunländer auf das Schlachtfeld. Schwur der Dunländer Wulfgar legt einen Schwur bei Saruman ab. Dunländer werden kurzzeitig schneller rekrutiert und aufrüsten. Alle Dunländer auf der Karte werden mit schweren Rüstungen ausgestattet, wodurch sie zusätzliche Lebenspunkte und bessere Rüstung erhalten. So, der Berserker. Achso, da haben wir auch Däuser gestanden. Jetzt habe ich zusätzlich noch einen rekrutiert. So, Sharku, der Herrführer der
Varge aus Isengard. Hetzjagd. Scharku beginnt eine Hetzjagd. Für 45 können umgehende Varge heulen, ohne dass sie die Fähigkeit danach aufladen muss. Menschenfresser. Scharkus Varg frisst die ausgewählte feindliche Einheit. Durch den Rausch an Blut regeneriert Scharku 50 seiner Lebenspunkte und verursacht kurzzeitig 30% Schaden. Blutgeruch. Die Wölfe Isengards wittern die geschlagenen Wunden ihrer Feinde. Befinden sich Scharku, Varge und Vargräte im Kampf mit einem ausgewählten feindlichen Bataillon, erhalten sie dreifache Erfahrung. Wirkung bei den ausgewählten Einheiten hält 30 Sekunden an. Letzte Worte. Kann erst angewandt werden, sobald Scharku nur noch die Hälfte seiner Lebenspunkte besitzt. Scharku demoralisiert die Helden seiner Feinde mit seinen letzten Worten. Feindliche Helden in großer Umgebung unterbrechen ihre Angriffe, Aktionen und Zauber und besitzen für 30 Sekunden 50% weniger Verteidigung. Der Unzähmbare. Scharku lässt eine entsetzlich entstellte Kreatur los. Der Unzähmbare kann von niemandem kontrolliert werden und stürzt sich in einen gewissen Umkreis auf jede Kreatur, die ihm begegnet. Wow. So, Lurz, Wolf kann aus dem Film. Erstens, er kann Waffen wechseln, dann verkrüppeln. Feindliche Held wird für 50 Sekunden festgehalten und kann er dann mit dem Bogen abschießen. Blutbad, Voraussetzung Stufe 3. Lurz verursacht kurzzeitig 60% mehr Schaden und trifft mit jedem Hieb alle Feinde vor ihm. Sarumans Truppenführer, alle Verbündeten in Lurz Nähe verursachen 30% Schaden. Lurz erhält einen Schild und dadurch 3% die Rüstung. Das ist wirklich cool. Die Jagd Lurz wählt einen Feind als Ziel aus. Das Ziel ist dauerhaft sichtbar und bewegt sich 25% langsamer. Lurz, Ugluk, Mauhur und Speer bewegen sich 30% schneller, wenn sie weit vom Ziel entfernt sind. In der Nähe des Ziels verursachen sie stattdessen 50% Schaden. Sehr schön. Hier haben wir den Speerhelden von Isengard, Lutz Fornring oder wie er heißt. Moment. Er heißt wirklich Lutz Farning. Okay. Bestechen. Lutz Farning vermag die Arbeiter eines feindlichen Ressourcengebäudes zu bestechen, wodurch diese 90 Sekunden den Nebel in ihrer Umgebung lichten, sowie geringfügige zusätzliche Ressourcen an Lutz abgeben. Verkleiden. Lutz verkleidet sich als eine ausgewählte Zieleinheit und kann somit den Feind ausspielen. Lutz wird entweder durch feindliche Enttarneffekte oder aber durch Angriffe sowie Nutzung von Fähigkeiten wieder sichtbar. Saboteurdienste bezahlen. Besteche Lutz, um feindliche Gebäude zu sabotieren. Lutz erreicht Stufe 3 und verfügt nun über die Fähigkeit Desinformieren. Wow. Desinformieren. Lutz lässt einen feindlichen Helden oder Gebäude falsche Informationen zukommen. Für 30 Sekunden verliert der Held oder das Gebäude seine Sichtweite. So, jetzt kommen wir zur Schlangenzunge. Flucht. Schlangenzunge tarnt sich und kann weder angegriffen werden noch selbst angreifen. Vergiftete Worte, Gegner verursachen 20% weniger Schaden und haben minus 20% Rüstung. Hinterhältiger Angriff, ein ausgewählter feindlicher Held erleidet Schaden und besitzt für 10 Sekunden minus 25% Rüstung. Wird der Held von hinten attackiert, so steigt der erlittene Schaden um 100%. Überredungskunst, Grima überzeugt feindliche Helden im Zielgebiet von ihren Schwächen, wodurch diese für 30 Sekunden keine Erfahrung sammeln und keinen Schaden austeilen. Unterwandern. Jahrelange Intrigen ermöglichen Grima, Schlangenzungen den Feind zu sabotieren. Die Zitadelle und alle weiteren Gebäude in ihrer Umgebung produzieren für 30 Sekunden keine Ressourcen und rekrutieren keine Einheiten mehr. Wow. Vorwärts. So, und nun zu Ugluk. Dunkle Medizin. Er kann seine Urukai heilen. Harter Marsch. Ugluk widert dem Feind und seine Urukai schnell an. Kurzzeitig 25 Geschwindigkeit und verbündete Urukai in seiner Nähe aktivieren. Blutdurst. Ugluk ergötzt sich am Blut seiner Feinde. Ausgestatteter Schaden wird auf Ugluk übertragen. Anführer der Urukai. Ugluk ist der größte und stärkste der Uruks und ist dafür bekannt, jene zu töten, die er als zu schwach erachtet. Uruks in seiner Nähe erhalten 25% Rüstung. Ruf aus den Verliesen. Ugluk ruft für einige Zeit seine Speer unter der Führung Mauhurs zur Unterstützung. So, das war es mit den Helden. Lang lebe der dunkle Herrscher! So, was ist das? Noch als letztes, auf dem Vorposten kannst du ein Stahlwerk bauen. Das ist ziemlich teuer, aber bringt extrem viele Rohstoffe. Und auf einem Vorposten kannst du die ganz normalen Gebäude bauen, so wie auch in der Festung. So, meine Lieben, das war's mit Isengard. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und zum Abschluss zünde ich die Mine. Vernichtung! Vernichtung!
Bis zum nächsten Mal. Euer Grilli. Viert euch.